Hallo liebe Hausbauhelden, in unserer heutigen Haustour zeige ich euch ein reelles Haus für Familien, die ein Doppelhaus bauen wollen. Das Musterhaus Obergunsburg im schönen Allgäu von Schwörerhaus ist eines der wenigen Doppelhaus-Musterhäuser in Deutschland und mit 133 Quadratmetern Wohnfläche, clever geplantem Grundriss und fast nur in Standardausstattung ausgestattet, soll es zeigen, dass auch kostenoptimiertes Bauen für junge Familien mit viel Komfort möglich ist. Und wie das aussieht, schauen wir uns jetzt zusammen an. Das Doppelhaus ist auf der einen Seite bewohnt, die andere Hälfte ist zu besichtigen. Und dieser zu besichtigende Teil ist etwas kleiner mit 8,44 m mal knapp 10,20 m, zwei vollen Geschossen und flach geneigtem Satteldach mit 25 Grad. Und es bietet etwa 133 Quadratmeter Wohnfläche für eine vierköpfige Familie. Was wir jetzt hier hinter mir schon sehen, es gibt hier eine Pergola, eine überdachte. Das ist in dem Fall tatsächlich so, dass der Haushersteller das mitliefert, mitbaut. Und da habt ihr natürlich dann den Vorteil, dass es optisch wie in einem Guss zum Haus passt. Zum Beispiel dieser Farbton von der Holzkonstruktion, das Staubgrau heißt, ist abgestimmt auf die anderen Holzelemente am Haus. Und auch die Anschlüsse passen natürlich gleich. Wir sehen schon, die Dachuntersichten sind auch in diesem Staubgrau gestrichen. Die sind holzverkleidet mit 95 cm, auch relativ groß, was im Allgäu ja auch üblich ist. Das ist tatsächlich so auch im Standard bei dem Hersteller. Und auf dem Dach ist jetzt keine Photovoltaik, das ist aber vorbereitet im Haus, dass man es also später anschließen könnte. Und ihr seht vielleicht zwei so runde Löcher, das sind Tageslichtspots. Warum man die hier braucht, das zeige ich euch nachher gleich drin, denn beim Doppelhaus hat man ja immer das Thema, dass man nur auf drei Seiten Fenster haben kann. Ihr hört schon, hier ist es relativ laut, hier ist eine stark befahrene Straße, ich kann kaum sprechen. Und wir werden gleich sehen, wenn wir drin sind, diese Fenster sind wirklich sehr, sehr gut, da ist es absolut leise drin. Das sind Kunststofffenster, zweifarbig foliert, hier heißt die Farbe dann Basaltgrau, passt aber sehr gut zu diesem Staubgrau. Und was ihr auch schon sehen könnt, hier sind teilweise so als kleines Gestaltungselement Fensterflächen zusammengefasst durch so eine Holzfassade. Das ist eine Fichte, so eine Lamellenfassade, sägerau getaucht, vollflächig, eben auch in diesen Staubgrau-Farbton. Und das ist wirklich sehr, sehr langlebig, die Farbe da drauf. Es gibt bei dem Hersteller eine kleine Besonderheit, die es möglich macht, dass diese Elemente gar nicht so teuer sind. Es kostet etwa 500 Euro, habe ich mir sagen lassen, so ein Element da, weil der nämlich standardmäßig außen drauf schon eine Beplankung hat in einer zementgebundenen Holzfaserplatte. Nur so als kleiner Hinweis für euch, die ist sehr stabil, da kann man eben auch ganz einfach und gut solche Dinge verankern. Ansonsten haben wir jetzt einfach standardmäßig eine weiße Putzfassade auf Wärmedämmverbundsystem. Ganz praktisch hier die Außenbeleuchtung mit integriertem Bewegungsmelder, die also automatisch angeht, wenn da abends jemand reingehen will. Und wenn wir jetzt hier rumkommen, sehen wir schon, es gibt einen ganz geschickt geplanten Eingangsbereich. Erstens gibt es hier schon mal eine Rampe, zweitens dieses Eingangselement, das hier eine Überdachung schafft und eben durch diese Sache, dass es vom Haushersteller mitgeliefert wird, auch farblich gut abgestimmt ist. Das Ganze hat jetzt hier ein bekiestes Flachdach, ist mit so einem L-förmigen Element gelöst. Ich habe mal gefragt, das kostet euch etwa 3.000, 4.000 Euro, wenn ihr das vom Haushersteller mitmachen lasst. Das ist aber auf jeden Fall günstiger und auch schöner, weil es eben zum Haus passt, als jede Lösung, die ihr da hinterher irgendwie dran knaubt. Also an der Stelle würde ich nicht sparen. Außerdem ist das natürlich auch bei einem Doppelhaus hier ein bisschen Sichtschutz. Man kann da
auch den Briefkasten gut integrieren und hat hier so ein bisschen Privatsphäre, was ja ganz wichtig ist. Diese Doppelhäuser sind jetzt nicht versetzt gegeneinander. Ihr könnt hier hinter mal gerade sehen, diese doppelte Trennwand, die wirklich bis oben hindurch gezogen ist. Ganz wichtig ist, dass es zwischen den Häusern keine Schallbrücken gibt. Das kriegt man im Holzfertigbau wirklich sehr gut hin. Und diese andere Doppelhaushälfte wird jetzt von der Giebelseite von Norden erschlossen. Das heißt, hier hat man jetzt mit der Privatsphäre sowieso kein Problem. Natürlich habe ich euch eben schon gesagt, beim Doppelhaus hat man nur an drei Seiten die Möglichkeit, Fenster zu platzieren. Und deshalb hat es eben für den Grundriss drinnen auch einiges an Bedingungen, die es so mit sich bringt. Und wie das aussieht, das schauen wir uns jetzt mal zusammen an. Hat 9,5 Quadratmeter, ist nicht zu groß und nicht zu klein. Hier haben wir eine lichte Raumhöhe von 2,40 Meter. Hier ist nämlich die Decke ein bisschen abgehängt wegen der eben schon erwähnten luftgeführten Heizung. Dazu sage ich euch aber nachher noch was. Ganz interessant finde ich, dass man hier mal im kompletten Erdgeschoss eine pflegeleichte Fliese verlegt hat in Holzoptik. Die hat jetzt das Format 60 x 20 und das ist eigentlich auch das Einzige, woran man sieht, dass es ein Fliesenboden ist. Das sieht wirklich sehr echt aus. Wenn ihr sowas macht, mein Tipp, macht wirklich so eine helle Fuge, die sehr nah an dem Holzton dran ist. Mit dunkler Fuge sieht das Ganze nämlich dann so gekästelt und viel mehr nach Fliesenboden aus. Also so verschmilzt es wirklich zu einer Einheit und ist natürlich super pflegeleicht, nicht nur im Musterhaus, sondern auch im Familienalltag. Was ich immer wichtig finde, ist, dass der Treppenantritt nicht so direkt neben der Haustür liegt. Man hat also hier genug Platz, um anzukommen, auch als Familie mit Kinderwagen oder mit Schirm oder mit 3, 4 Kindern gleichzeitig. Und was man auch schon sieht, dieses Treppenhaus ist komplett hell, obwohl das ja jetzt klassischerweise an diese Trennwand angeschlossen ist, wo man keine Fenster machen kann. Und das schauen wir uns eben nachher an. Das ist dieser schöne Tageslichtspot, der da von oben kommt. Was ich ja auch immer wichtig finde in einem Familienhaus, ist, dass Platz für eine Garderobe ist. Wir haben hier eine Nische, die also wirklich tief genug ist, dass man hier auch einen Schrank hinbauen könnte. Also eine geschlossene Garderobe, die für Ordnung sorgt. Hier haben wir jetzt eine schöne offene Lösung. Die meisten Einbaumöbel kommen hier aus der Designschreinerei des Hausherstellers. Das heißt, die kann man auf Wunsch auch so mitordern. Das wird auch gleich im Wohnbereich noch an ein paar Stellen sichtbar, dass das wirklich viele Vorteile bringt. Die gehören natürlich nicht zur Standardausstattung, aber alles andere, was ihr hier seht, Fliesen, Türen bis auf die Glastür und Innenausstattung ist alles Standardausstattung. Ihr müsst also hier nicht mit Aufbemusterungsbeträgen rechnen. Und jetzt schauen wir mal in den clever geplanten Wohn-Ess-Koch-Bereich. Der Wohn-Ess-Koch-Bereich hat 47,5 Quadratmeter für alle drei Nutzungen zusammen. Das ist nicht wahnsinnig viel, aber wirkt sehr offen und großzügig, unter anderem durch den durchgehenden Bodenbelag und dass man hier eben nur niedrige raumtrennende Elemente drin hat, die den Raum sehr gut in Nutzungszonen unterteilt. Das ist ganz wichtig für die Proportion. Außerdem haben wir jetzt hier die lichte Raumhöhe von 2,57 Meter. Das ist die Standardhöhe bei diesem Hersteller und passt jetzt hier für diese Raumproportionen wirklich sehr, sehr gut. Auch wichtig für die Raumproportion sind so Kleinigkeiten wie das Farbkonzept. Man sieht jetzt hier manche Bereiche, Nischen, auch die Rückwand, die ich euch nachher zeige, sind so ganz leicht im Gegensatz zur Decke grau abgetönt und das gibt dem Raum unheimlich viel Struktur. Hier hinter mir sieht man schon, es gibt, weil es einfach viele Familien wollen, im Allgäu gehört der Kaminofen dazu, so einen kaminintegrierten Ofen, der also als ganzes Element, als Bauteil hier eingesetzt wird. Das hat hier unten Zuluft, oben Abluft und es macht natürlich Sinn, wenn man so ein luftgeführtes Heizsystem hat, wie es hier ist. Da muss man ja oft auch mit so Nachheizelementen, mit so Infrarotelementen, wenn es sehr kalt ist, agieren und da macht sowas natürlich Sinn, weil wenn der Ofen an ist, kann die warme Luft, die eben jetzt hier erzeugt wird, dann auch in das System eingespeist werden und in alle Räume verteilt werden.
Hier ist jetzt hinter mir schon die offen angeschlossene Küche. In so einem relativ kleinen Raum macht es total Sinn, so eine Nische für die Küchenrückwand nach hinten zu machen. Was ich auch sehr schön finde, wir haben hier an der Decke diesen statisch notwendigen Unterzug mit Stütze, der aber gleich so verkleidet wurde und hier so eingebaut wurde, dass er diesen Raum ganz gut fasst, ohne ihn wirklich abzutrennen. Finde ich eine sehr schöne Idee. Auch das hier, diese ganze Lösung aus der Möbelschreinerei des Hausherstellers. Und dadurch habe ich diese Küche als Raum sehr gut gefasst. Mir gefällt es auch, dass es hier integrierte Beleuchtung an der richtigen Stelle gibt. Also denkt wirklich dran, eure Arbeitsfläche muss hell sein. Und Stichwort Arbeitsfläche. Ich habe jetzt hier eine Länge von 2,70 Meter mal 65 cm. An der Rückwand auch nochmal. Das kommt also wirklich ganz gut hin. Auch hier wieder dran gedacht worden, Steckdosen zu integrieren. Wir haben jetzt hier wieder so ein Modul, das sich da so Push-to-Open öffnen und aufklappen lässt. Sollte auf jeden Fall in der Nähe des Kochfeldes vorhanden sein. Hier haben wir jetzt wieder diesen Abzug nach unten. Das ist natürlich schön, weil jetzt hier nichts hängt. Macht absolut Sinn an der Stelle. Das heißt aber, wenn ihr jetzt gleich mal hier rumrum guckt, dass man diese Schublade hier unterm Herd jetzt nicht nutzen kann. Also das heißt, hier kann man dann aufmachen für große Töpfe. Hier ist dann einfach nur so eine Blende. Was ich für eine Küche wahnsinnig schön finde und was jetzt hier auch Großzügigkeit reinbringt, ist, wenn es hier nochmal eine Tür gibt, also einen Austritt nach draußen auf die Terrasse. In dem Fall ist das natürlich jetzt zur Straße, aber in eurem Fall wäre da ja vielleicht die Frühstücksterrasse. Diese Tür ist mit 1 Meter schon relativ breit und alle diese bodentiefen Fenster haben hier eine Höhe von etwa 2,17 Meter, also eine lichte Höhe, sodass die wirklich schon relativ groß sind. Dann haben wir hier die Rückwand, was ich auch immer sehr schön finde. Hier sind jetzt keine Fliesen drin, sondern einfach so eine Möbelplatte als Rückwand in Holzoptik. Die ist total pflegeleicht, lässt sich leicht abwaschen, hat keine Fugen, die dann irgendwie dreckig oder eklig werden. Und es bringt hier natürlich auch sehr viel Wohnlichkeit rein mit dieser Holzrückwand. Ansonsten ist hier einfach viel Stauraum drin, der Backofen wieder auf Bedienhöhe und der Kühlschrank und das Ganze ist eben trotz allem so ein bisschen sichtgeschützt zum restlichen Wohnbereich. Neben dieser praktischen Frühstückstheke immer auf die Höhenabwicklung übrigens achten. Mit den Stühlen schließt jetzt hier der Essplatz an. Hier gibt es jetzt zur Straßenseite folgerichtigen Fenster mit hoher Brüstung, knapp 1 Meter hoch. Das heißt, es ist ganz gut vom Sichtschutz her. Und was es da hinten in der Ecke auch gibt, der Hersteller baut euch auch so eine Multifunktionsbuchse ein, wo dann nochmal Internet und ein Antennenkabel und so weiter rauskommt, was echt ganz geschickt ist, wenn ihr am Esstisch auch mal jemand vielleicht mit Laptop oder irgendwas sitzt. Hinter mir sieht man dann schon eine Hebeschiebetür, die ist natürlich immer etwa doppelt so teuer als diese normalen Drehkippbeschläge, ist aber toll, an der Stelle auch wirklich sinnvoll und nur da eingesetzt, wo sie wirklich Sinn macht. Die ist jetzt etwa 2,40 breit und hier mit so einer Standardschwelle ausgeführt, die ist dann etwa 6 cm hoch, also jetzt nicht barrierefrei, aber die ist natürlich bautechnisch, was jetzt Schlagregen angeht, die sicherste Lösung. Ihr habt jetzt da draußen diese Pergola mit dem Glasdach und hier drin eine Fliese, die absolut wasserunempfindlich ist. Das heißt, es wäre jetzt sowieso kein Problem an der Stelle. Davor läuft jetzt übrigens eine Lamellenjalousie. Elektrische Rollläden sind auch im Standard bei dem Hersteller. Lamellenjalousien jetzt nicht, aber das ist natürlich im Wohnbereich immer ganz schön, weil man dann da auch rausgucken kann, wenn man die Lamellen runterfährt und insofern kann man sich das an der Stelle überlegen. Ansonsten ist hier Grundausstattung drin, also das heißt jetzt keine großen Smart Home Geschichten, diese Jalousien kriegt auf jeden Fall jeder einfach bedient. Und hier kommen wir jetzt schon weiter zu einem meiner Lieblingselemente. Das ist nämlich dieses eingebaute Sitzfenster. Auch das wieder aus der Schreinerei des Hausherstellers. Und das ist eine einfache Möglichkeit, bautechnisch einfache Möglichkeit, so ein Sitzfenster hinzukriegen. Wir haben hier einfach eine Festverglasung, 1,90 x 1,60, die außen ganz normal in der Außenwand sitzt. Da greift man also nicht in die Konstruktion ein. Und innen vorgesetzt ist eben
dieser Rahmen, das ist Eiche massiv. Das ist jetzt hier eine Sitzhöhe von 52 cm, die ich übrigens sehr angenehm finde, und auch eine Sitztiefe von 52 cm. Hier gleich das Leselicht in Form von LEDs eingelassen, und rundherum gibt es wirklich ganz viel Stauraum. Also ich habe jetzt hier unten Schubladen, seitlich sogar oben was drin, und das ist natürlich eine Möglichkeit, hier Stauraum zu schaffen, ohne dass es irgendwie blöd aussieht. Auch dieses tolle Möbelstück kommt vom Haushersteller. War jetzt die Idee, als Raumteiler einzusetzen, ohne dass das hier so kleinteilig wird. Finde ich ganz witzig. Man hat jetzt hier tatsächlich auf beiden Seiten einen Bildschirm. Das heißt, der eine kann im Sitzfenster Mickey Maus gucken und der andere beim Kochen die Fußballübertragung. Natürlich geht es auch, wenn man dann nur auf einer Seite einen Bildschirm hat. Und auch da unten drunter ist wieder Stauraum drin und es gliedert den Raum sehr, sehr gut. Wir haben jetzt hier an der Decke so ein Element, das haben wir schon öfter gesehen. Da fragt sich vielleicht der ein oder andere, was ist das? Wir sehen schon, das ist hier die Zuluft von dieser Lüftungsheizung. Neuerdings sehen die Zu- und Abluftelemente gleich aus. In der Küche war die Abluft, was ich sehr schön finde. Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, wenn es sehr kalt ist, Nachheizelemente zu integrieren. In diesem Fall sind das diese Infrarotplatten in die Wand, in die Decke eingelassen mit so einer matten Glasplatte. Die sind rein strombetrieben, reagieren sehr schnell. Der Berater hier im Haus, der selbst in so einem Haus wohnt, sagte mir, er hat sie noch nie gebraucht. Wenn es wirklich mal ganz kalt wird, macht er seinen Kaminofen an. Zu diesem Heizsystem erzähle ich euch gleich noch was auf dem Weg in die Nebenräume, die wir uns hier noch anschauen. Und was wir hier linker Hand sehen, ist die Kellertür. Auch da schauen wir nachher kurz runter. Hier im Flur haben wir jetzt wieder diese abgehängte Decke. Das hängt mit dieser Lüftungsheizung zusammen. Also es gibt hier keine wasserführende Fußbodenheizung. Das ist so im Standard drin. Ist auch die kostengünstigere Lösung. Und dieser Hersteller ist einer der wenigen, der eben diese Leitungen, das sind auch runde Leitungen vom Querschnitt, in der Decke verlegt. Und jetzt nicht Flachkanäle im Fußboden. Das heißt, ihr habt die Lüftungsauslässe oben und diese Kanäle kann man auch leichter einsehen und reinigen, weil sie einen runden Querschnitt haben. Hier jetzt in dem Haus Wirtschafts- oder Gästezimmer sieht man mal an der Decke, es gibt da zwei Revisionsöffnungen, die fast nicht zu sehen sind. Das heißt, an die Zuluft- und Abluftströme kommt man auch immer dran. Wir sind jetzt schon im 7,5 Quadratmeter großen Hausanschluss oder Hauswirtschaftsraum, wenn das Haus auf Bodenplatte gebaut wird. Auf Keller entsteht dann natürlich hier ein Raum für ein kleines Büro oder ein Gästezimmer. Hier seht ihr jetzt so einen Wandvorsprung, dahinter ist das Gäste-WC. Wenn ihr jetzt hier ein Gästezimmer habt, wäre es sinnvoll, das auch ein bisschen zu erweitern. Dann kriegt ihr nämlich da auch noch eine Dusche rein und trotzdem würde das hier noch passen, dass ihr die 2 Meter habt, um da auch ein Gästebett zu stellen. Jetzt schauen wir ganz schnell noch in das kleine WC. Das hat denn hier jetzt nur 2,4 Quadratmeter, ist jetzt nur eine Toilette mit Waschbecken. Ich erinnere euch nochmal an die Standardausstattung, Sanitärobjekte, auch diese weißen Fliesen an der Wand, 30, 60 ist jetzt alles Standard. Ganz nett finde ich diese Lösung hier hinten. Man hat da so einen Spiegel, das heißt, man kann auch die Frisur von hinten kontrollieren und wenn man es umdreht, ist da Stauraum für Klopapier. Ansonsten hat man jetzt hier wieder zur Hauseingangsseite die hohe Brüstung, alles richtig gemacht. Was ich schön finde in den Bädern, das werden wir auch oben sehen, sind diese ganz, ganz schlanken Fensterbänke. Das ist so ein Mineralgussmaterial, sieht einfach sehr edel aus und verschmilzt sehr gut mit der Wand. Auf dem Weg nach oben sage ich euch was zur Treppe. Das ist jetzt eine gerade geschlossene einläufige Treppe. Vorteil ist eben, dass man da Stauraum drunter unterbringen kann oder wie in diesem Fall den Kellerabgang. Und so wie sie hier ist, ist sie auch im Standard. Also das heißt, Buche bunt. Und was man schon sieht, hier ist es total hell. Obwohl jetzt ja hier alles innenliegend ist, durch diesen Tageslichtspot an der Decke, was für eine Treppe wirklich schön ist. Und es ist mal eine gerade einläufige Treppe, die den Platz sehr gut ausnutzt. Sie nutzt jetzt diese lange Wand, diese Zwischenwand zum Nachbarhaus, wo man keine Fenster hat und sowieso keine Räume platzieren kann. Und weil sie eben im 90-Grad-Winkel zu diesem Flur ist, ist sie auch sehr platzsparend. Dieser Flur muss trotzdem also nur etwa 6,5 Quadratmeter groß sein. Auch der innenliegend hier nochmal so ein Tageslichtspot. Ich finde es immer beeindruckend, wie viel Licht die reinholen.
Lichte Raumhöhe haben wir jetzt hier 2,50 Meter im Standard. Und was sehr praktisch ist, ihr seht hier schon die Bodenluke. Ihr habt hier im Standard bei zweigeschossigen Häusern auch einen ausgebauten gedämmten Dachboden. Das heißt, die Dämmung liegt in der Dachschräge. Im Standard ist auch dieser Boden schon begehbar mit so einer zementgebundenen Holzfaserplatte, sodass ihr da oben Stauraum habt, der eben keinen großen Temperaturschwankungen ausgesetzt ist. Hier auf der Seite liegen jetzt die beiden Kinderzimmer und da schauen wir jetzt zuerst rein. Kinderzimmer sind jeweils etwa 14,5 Quadratmeter groß und sehr geschickt möbliert. Hier hinter mir sieht man jetzt auch wieder vom Haushersteller so einen Einbauschrank. Meine Kinder würden es wahrscheinlich lieben. Da kann man komplett reinlaufen. Der ist beleuchtet. Da gibt es einen Spiegel. Hier kann man ganz viel Kram einfach reinschmeißen, Tür zumachen. Ist das Zimmer schon aufgeräumt? Und ich denke, von der Kleidung bringt man hier auch alles unter, was man an Kinderkleidung braucht. Es gibt auch eine niedrige Stange, was auch schlau ist. Dann können die ihre Sachen nämlich selber aufhängen. Dann haben wir hier auf der Seite noch eine Sache. Auch das jetzt schon vom Haushersteller gemacht. Da ist einfach so eine Möbelplatte an der Wand umlaufend. Erstens kann man da oben kleine Sachen draufstellen. Zweitens ist dann diese Raufasertapete auch geschützt. Wenn man da im Bett liegt und da scheuert so die Bettwäsche, ist diese Tapete schnell speckig und eklig. Und so finde ich, ist der Raum sehr schön gefasst und es ist auch wirklich ein praktischer Aspekt. Hier noch kurz was zum Fenster. In diesem Zimmer ist jetzt nur ein Fensterelement, Brüstung etwa 90 cm. Das Fenster ist fast 2 Meter breit. Da kommt also wirklich sehr viel Licht rein und tatsächlich auch mehr Licht, als wenn ihr jetzt die gleiche Fensterfläche übereinander hättet, also diese Bodentiefenelemente. Bodentief heißt zwar, dass Kinder rausgucken können, aber es ist natürlich auch immer ein bisschen aufwendiger mit Festverglasung, Absturzsicherung zum Putzen und deshalb wäre das die Standardlösung. Wir gucken gleich ins zweite Kinderzimmer, da ist nämlich eine etwas andere Fensterlösung drin. Das zweite Kinderzimmer ist, wie gesagt, ganz ähnlich geschnitten, auch 14,3 Quadratmeter groß. Aber ihr seht schon, wenn wir hier reinkommen, es ist jetzt ein Beraterbüro, deshalb auch die Glastür. Durch diese Fenster über Eck sieht es ganz anders aus. Fenster so über Eck platziert, öffnen den Raum ganz toll nach draußen. Hier auch 90 cm Brüstung sinnvoll. Dann kann man nämlich einen Schreibtisch drunter stellen. Und zum Thema Möblierung möchte ich euch auch diese Wandnische noch mal ans Herz legen. Die ist jetzt genau 62 cm tief. Das heißt, auch mit einer Standard-Schranklösung könnte man jetzt hier einbaubündig komplett eine Schrankwand durchziehen, wo man wirklich viel unterbringt. Das heißt, bei der Fensterplatzierung ist hier alles richtig gemacht und bei den Steckdosen müsstet ihr halt gucken, wenn ihr die Option wollt, dass dann da keine Steckdosen sitzen. Jetzt gehen wir direkt nebenan ins Elternschlafzimmer. Das ist mit 19,7 Quadratmetern sehr großzügig bemessen, ist allerdings mit integriertem Ankleideschrank. Das ist dieses Stück hier, auch wieder aus der Schreinerei des Hausherstellers. Und was ich euch da zeigen möchte, also erstens kommt jetzt hier der Kamin hoch aus dem Erdgeschoss. Das ist ja immer die Sache, wo kommt der hoch? Hier ist der jetzt im Schrank integriert und drumrum ist einfach Stauraum. Das ist natürlich eine super schöne Sache, eine Revisionsöffnung für den Kamin hat man dann oben nochmal vom Dachboden. Hier ist also wirklich viel Platz. Und jetzt kommt mein Lieblingskämmerchen, das ist diese kleine Ausweitung. Hier ist nochmal ein beleuchteter Kleiderschrank mit einem Spiegel und einem kleinen Schminktisch. Ich würde mich hierhin zurückziehen, wenn die Welt mich nervt und dann kann ich einfach da mich in den Schrank setzen, Tür zu, schminken und habe halt vor allen Dingen diese ganze Unordnung dann auch wieder schön sauber und ruhig, wenn ich die Tür zumache. Und so ein ruhiges Schlafzimmer hat wirklich viel für sich. Hier haben wir jetzt die Brüstungshöhe von 1,25, weil eben auf der Fassadenseite zum Eingang hin alle Fenster diese hohe Brüstung haben, ist im Schlafzimmer auch sinnvoll. Hier habe ich dann wieder die 90 cm, dass ich auf der Seite auch eine gleiche Brüstungshöhe habe. Und hier ist eben zum Beispiel auch noch Platz für eine Yogamatte. Und jetzt schauen wir mal direkt nebendran ins Bad.
diesem Weg ins Bad sehen wir jetzt hier gerade mal noch so ein Element, das war in jedem Raum drin. Das sind diese Raumluftthermostate von dieser Lüftungsheizung. Da kann man dann zum Beispiel diese Zusatzheizung einschalten, wenn man es in einem Raum wärmer haben will, was natürlich vor allen Dingen im Badezimmer relevant ist. Also da wird man dann dieses Deckenelement da zuschalten. Das Badezimmer ist jetzt mit 11,4 Quadratmetern nicht besonders riesig. Dadurch, dass wir aber zwei Vollgeschosse haben, kann man den Raum hier sehr gut nutzen. Hier hinter ist jetzt die Treppe, deshalb hat man das WC jetzt hier direkt neben der Tür, was jetzt vielleicht nicht so gemütlich ist. Tatsächlich bietet es sich aber hier jetzt auch nicht anders an. Was sich perfekt anbietet, ist die Nische da hinten zu nutzen für eine große Dusche. Die ist jetzt wirklich 1,40 x 90 und wohl auch im Standard bei diesem Hersteller diese ganz flache Duschtasse, also diese bodengleiche Dusche, die jetzt wirklich auch im Gegensatz zu so einer durchgefliesten Dusche sehr viel reinigungsfreundlicher und auch preisgünstiger ist. Hinter mir sehen wir wieder die hohe Brüstung mit dieser schönen, schmalen Fensterbank. Hier haben wir wieder die 1,25, was sichtschutztechnisch im Bad sinnvoll ist. Auch das Element wieder fast 2 Meter breit, holt hier super viel Licht rein. Und auch hier auf dieser Installation, also Vorwandinstallation, ist jetzt diese schmale Mineralgussplatte drauf. Und was ich ganz schön finde, man kriegt die dann eben in ganzer Länge hin, ohne irgendwelche Schnittkanten, ohne Fliesen, die ja dann immer nur Unterbrechung haben. Und man hat hier wirklich Platz, diese Abwicklung aus Badewanne und Doppelwaschtisch, sodass es als Familienbad wirklich gut funktionieren kann. Und man hätte ja unten auch noch die Option, eine Dusche einzubauen. Ich habe euch ja versprochen, dass wir kurz in den Keller schauen. Das machen wir, weil dieser Haushersteller auch eine eigene Kellerproduktion hat, also den Betonfertigkeller auch selbst herstellen und aus einer Hand liefern kann. Das wäre jetzt bei Bau auf Bodenplatte die Speisekammer und in dem Fall der Kellerabgang. Das Besondere ist, dass jetzt dieser erste Kellervorraum als gedämmter Wohnkeller ausgeführt ist. Das heißt, ihr braucht hier für die Treppenschräge auch keine Dämmung, sondern das kann die einfachste Ausführung sein. Hier geht es jetzt in den Technikraum. Der hat etwa 12 Quadratmeter. So groß müsste der aber gar nicht sein. Hier ist Platz für den Elektroverteilerkasten, Warmwasserspeicher plus Warmwasserwärmepumpe, hinten eine Weichwasseranlage und das ist die komplette Heiz- und Lüftungstechnik. Da ist eine kleine Luftwärmepumpe drin, die im Sommer auch einen Ankühleffekt bietet. Eine kontrollierte Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, die eben auf Wunsch auch mit Pollenfilter ausgestattet sein kann, sodass es also wirklich für Allergiker auch eine sehr angenehme Raumluftqualität gibt. Die Raumluftqualität ist übrigens dem Hersteller auch sehr wichtig. Man hat hier auch Raumluftmessungen durchgeführt, sodass man da also auch so ein Gesundheitszertifikat bekommen kann und sich sicher sein kann, dass das alles in Ordnung ist. Ich zeige euch jetzt hinter mir noch ganz kurz diesen großen Abstellraum, 44 Quadratmeter, weil hier hat man jetzt einen ungedämmten Bereich. Das heißt, das muss auch eine Tür sein, die entsprechend einen Dämmabschluss bietet. Ihr könnt da unten sehen, da ist dann der Fußbodenaufbau etwa 15 cm Unterschied mit der Dämmung. Dieser Raum kann später abgeteilt werden. Hier passt eine Tischtennisplatte rein, eine Werkstatt, alles, was man will. Durch diese hochliegenden Fenster mit diesen Tageslichtschächten kann man diesen Raum wirklich sehr flexibel nutzen. Wenn ihr euch das Haus selber mal anschauen wollt, es steht als Musterhaus in Obergünzburg im Allgäu, ist zu besichtigen nach Terminvereinbarungen. Den Kontakt habe ich euch unten in die Description gepackt. Da findet ihr auch wie immer einen Link zu den Grundrissen, wenn ihr die anschauen wollt, und eine Preisinfo vom Haushersteller. Eine ausführliche Geschichte zu dem Haus mit Doppelhaus-Planungstipps gibt es auch in unserer aktuellen Ausgabe vom Hausbauhelden-Magazin 522. Bekommt ihr ab 25. Juni am Kiosk. Und wo ihr es sonst noch bekommt, habe ich euch auch unten in die Description gepackt. Und wenn ihr noch mehr Videos von uns schauen wollt, dann abonniert doch einfach unseren Kanal. Am besten mit Glocke, denn dann verpasst ihr auch alle weiteren Videos nicht von und für Hausbauhelden.